Ist schon lange nicht mehr. Subdues all enemies with the sheer force of its will. When fighters who wield this clash, the battle is epic. They see it in each other and form a brotherhood. Ich töte ihn, aber okay. Ich will nur sagen, ich töte ihn. Da ist keine Bruderschaft mehr. Was? Jetzt schon der Kampf? Hallo. Ich bin Travis, the Kid. Und du bist? Ein Typ, der auf einen Drachen steigt. Oder fährt. Rim! Guten Tag. Kämpfen wir so? Das wäre sehr episch. Motor! Fight! Wirklich? Nein! A, beschleunigen! B, bremsen! Z, Nitro! Lenken! Hä, machen wir ein Rennen? Wie kämpfen wir denn gegen so einen? Okay. Die Steuerung ist ein bisschen komisch. Aber ganz langsam. Okay, da vorne ist er. Nitro! Ich glaube, er hat mich gerade erwischt. Oh, Mann. Okay, ich glaube, wir müssen uns gegenseitig runterstoßen. Shinobu hätte überlebt, indem sie gesprungen wäre, Travis, aber es ist so eine Sache, die kannst du halt nicht. Springen ist halt wirklich nur was für wahre Frauen. Männer? Nein. Oder nur Shinobu, vielleicht können andere auch nicht springen. Okay. Da die Steuerung sehr, sehr spaßig ist, das kann ich euch jetzt schon sagen. Nein, bitte können wir bitte nicht so nah an der Klippe kämpfen. Er ist nicht so runtergefallen. Ich bin mit einem sehr langsamen Tempo gefahren. Möchte ich nur so nebenbei mal erwähnen. Du Gimmick-Bosskampf. Also wirklich, jeder Bosskampf ist ein Gimmick-Bosskampf. Kann das sein? Ja, die Shinobu-Bosskämpfe zähle ich aber nicht. Also. Wieso hat er denn. Ich glaube, ich habe meine Lieblingsanimation des Spiels gesehen. Ja, die Steuerung, die ist halt ein bisschen anstrengend, sagen wir es mal so. Wäre das ein normaler Kampf gewesen, wäre ich hätte ihn gefirst tried. Bei den Gimmick-Boss-Kämpfen verkacke ich halt immer sofort. Außer Let's Shake, das zählt nicht. Ah, muss ich jetzt mal gucken. Ich muss ihn irgendwie nah an der Klippe locken. Und nicht du mich nah an der Klippe locken. Können wir bitte nicht so nah an der Klippe rumfahren, bitte, Travis? Ja. Also man hat gesehen, das war gerade sehr gut. Die Steuerung macht es gerade nicht sehr angenehm und wir kommen halt nicht voran. Ich nehme an, wir müssen ihn in die Klippe runterschubsen. Und sein Nitro ist irgendwie viel, viel stärker als meins. Mir gefällt es halt nicht, so nah an der Klippe rumzukämpfen. Vor allem, wenn er sein Nitro einsetzt die ganze Zeit. Los! Los! Wir haben es fast! Fast! Nein, jetzt hat er sein Nitro eingesetzt.
Los, 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 los! Nein, er war kurz vor der Klippe. Ja, es ist mein Lieblingsbosskampf. Definitiv. Ja, also das Prinzip des Bosskampfs. Ja, ist ja einfach, okay? Das ist, ja, aber die Steuerung macht es nicht. Ich verstehe halt auch nicht, wie man richtig gut lenkt. Charles, kannst du dir nicht ein besseres Motorrad holen? Ich warte ab, bis er greift mich jetzt an, okay. Okay, er greift mich jetzt weiter an. Das ist ja auch vollkommen okay. Oh, das ist gut, das ist gut. Er ist. Ja, jetzt hätte ich ihn eigentlich erwischen müssen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich jetzt ein bisschen leiser. Oh, wieso kann er denn so oft das machen? Ich sehe ihn halt auch nicht mehr. Okay, ich darf ihn dreimal angreifen, dann macht er von selbst. Mich bitte. Er traut sich nicht. Ja, ich würde an der Stelle auch warten. Also, Entschuldigung, ich fand das war gerade einer der lächerlichsten Tode. Ich ramm dich jetzt. Nein. Boom. Ich würde, das ist der schwerste Bosskampf bis jetzt und das ist nicht gut. Also, ich meine, dass es halt dieser Kampf gerade ist. Und nochmal! Okay, jetzt darf er wieder machen. Okay, er macht zweimal. Ich muss verstehen, wie sein Muster geht. Und dann macht er noch ein drittes Mal. Ich wollte rückwärts fahren. Aber okay. Nachdem er dreimal gemacht hat, darf ich wahrscheinlich dann wieder dreimal. Nee, darf ich nicht. Okay, ich glaube, ich muss einfach schnell sein dann. Was sehr gut geht, muss ich mal sagen, also. So, jetzt ist das eigentlich mein Turn, also. Ach nee, warte mal, er darf ja nochmal. Warum auch immer. Ja, wieso darf er denn jetzt plötzlich so oft? Können wir bitte nicht so nah an der Klippe rumstehen? Danke. Okay, jetzt, also langsam übertreibt er ein bisschen, okay? Dürfte ich auch mal wieder angreifen? Da musste mich unbedingt einmal bumsen, damit er sagen kann. So, jetzt darf er sicher wieder, oder? Ja, komm. Fahren wir ein bisschen rum. Bremst mal ab. Jetzt ist mal. Oh nein. Oh, das nervt mich halt auch wirklich an diesem Kampf gerade ein bisschen sehr. Und ich darf ihn nicht einmal anbumsen. Nee, also. So ein großer Freund von dem Kampf bin ich nicht. Ich verstehe die Steuerung nicht hundertprozentig. Die ist sehr. Die ist ein bisschen Pain. Ja, aber ich will es jetzt nicht zu schlecht reden. Ich glaube, so schlecht ist er. Es kann sein, dass ich mich echt dumm anstelle. Ja. Okay, ich darf nicht mal dreimal angreifen jetzt, danke. Ich muss eine Lücke finden und in dieser Lücke muss ich ihn angreifen. Nämlich jetzt, wenn er gleich erholt. Eigentlich müsste ich jetzt angreifen. Aber das bringt mir halt nichts. Ich warte ab. Ich warte einfach. Ich
Ich darf halt wirklich nie angreifen. Bringt mir halt nichts, das macht er wieder aufladen. Also ich darf zumindest mal mehr als... Ja, und sobald er sich auflädt, darf ich halt nicht mehr angreifen. Ah, dieser Kampf. Ah, ich bin absolut kein Freund von dem. Ah, diesen Kampf zu verstehen. Komm. Komm. Los. Ja, genau. Aber der war halt irgendwie noch drauf. Ist okay. Also das war wirklich ein lamer Tod. Ach komm, jetzt ein richtiger Kampf. Ach, darf ich noch eliminieren? Darf ich nicht eliminieren? Okay, er hat auch einen Laser-Katana natürlich. Och, der richtige Bosskampf beginnt erst jetzt. Tut mir leid. Das war das Level. Was kann er da? Okay. Wo ich nicht weiß, wie die Waffe heißt, die er da hat. Es ist ja eine Art Schwert. Es ist kein Katana, würde ich sagen. Seit wann sind wir eigentlich alle Fans von Laserwaffen geworden? Nur weil Travis da einen Trend gesetzt hat. Und Harry. Harry vor allem. Henry. Ich spreche sogar Namen. Den besten Charakter. Den Namen falsch aus. Das sah... Okay, okay. Als ich sagte, ich würde ihn besiegen in einem 1 gegen 1, sah das anders in meinem Kopf aus. Ja, und die Ecstasy-Leiste werde ich wahrscheinlich auch nicht wieder voll bekommen. Meine Fresse, kannst du mir mal eine Pause geben? Die Musik ist gut. Ja, weicht die ganze Zeit aus. Das ist natürlich typisch. Ein bisschen angreifen kann ich auch mal, aber... Ausweichen! Also wenn der Kampf so weiter verläuft, dann geht's ja noch. Oh Mann! Also den Angriff kann ich gar nicht ausstehen. Ja, ich liebe es. Vielleicht ist die Waffe doch nicht so gut. Vielleicht muss ich doch wieder zur anderen Waffe wechseln. Es liegt definitiv an der Waffe. Es liegt nicht an mir. Nein. Jetzt komm her. Okay, darf ich meine Waffe mal kurz wechseln? Ne, ich darf nicht meine Waffe kurz mal wechseln, okay? Okay, geh mal her. Ja, da will ich natürlich unbesiegbar, es tut mir leid. Das sag ich doch, die Waffe ist es. Definitiv. Es war kein Glück. Hey, es war wirklich die Waffe. Ach, nee, also. Dieser Bosskampf ist einfach allgemein ein Problem für mich. Was? Nein! Nett. Darf ich auch noch aufstehen? Ich verliere nicht. Ich werde nicht verlieren. Nein, ich lasse es nicht zu. Bastard! Vielleicht sollte ich doch mal wieder zurück zur anderen Waffe. Aber vielleicht liegt es da wirklich an der Waffe. Das kann ja sein. Okay, also Anvisieren ist eigentlich in dem Kampf schlecht. Lustigerweise.
Ich liebe unseren Kampf. Der ist sehr episch. Also es gab schon epische Kämpfe in dem Spiel, aber ist okay. Ich liebe es auch, dass er noch nicht wirklich die Hälfte... Also er hat schon die Hälfte verloren. Nein, mein Fernseher möchte sich ausstellen. Was ist das denn jetzt für ein Angriff? Das ist, erinnert mich ein bisschen an den ersten Rank 1 in No More Heroes 1. Oh, Mann. Ja, warte mal kurz. Blöder Fernseher, ey. Muss ich gar nicht erst ausstellen. Okay, jetzt wieso kann ich jetzt plötzlich einen Drachen beschwören? Das gefällt mir gar nicht. Als ob der Kampf nicht schon schwer genug wäre. Ja, das ist ein bisschen übertrieben gerade. Es wird Zeit, mal die Items zu holen, glaube ich. Oh, Drache, hau ab! Drache, erwache! Bitte, kannst du mir mal kurz die Zeit geben, mir meine Sachen holen zu lassen? Also, jetzt mal ganz ehrlich, ein netter Boss würde mich jetzt in Ruhe lassen. Du bist genauso schlimm wie der Rapper. Danke, die Batterie. Könnte ich zumindest doch bitte die Batterie nehmen? Es gibt Angriffskombinationen, die kann ich gar nicht ausstehen. Den Angriff hasse ich übrigens auch super sehr. Nein, macht er schon wieder seinen Drachen. Oh ja, ich liebe seinen Drachen. Da ist er zwar verwundbar, aber wie soll ich ihn angreifen, wenn er die ganze Zeit diesen Drachen hat? Ja, spam doch halt mit allem, was du noch hast. Du bist halt übertrieben. Du übertreibst viel zu sehr. Es wird ein knapper Kampf. Ein sehr, sehr knapper Kampf. Kann ein Drache bitte weggehen? Oh, dein Drache geht mir so sehr auf die Nerven. Fuck it. Sein Kackdrache. Ich muss aufladen. Wirklich, ich muss aufladen. Ich habe doch gar keine Zeit für den Scheiß. Wie kannst du eigentlich ausweichen? Wir sind hier in einer Ecke. Natürlich spawnt der Drache jetzt hier rein. Stirb! Es sind noch wenige Leben. Kann der Drache bitte weg? Nein, 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 nicht paralysiert sein. Nein, ich kann nicht aufladen. Der Typ nervt. Ja, stirb! Oh, meine Fresse, ey. Also, wenn ich mir den schwersten Boss des Spiels bis jetzt aussuchen darf, er ist es. Und es wird Zeit, Naomis letztes Katana zu holen. Mir gefällt es nicht, dass er zuerst aufsteht. Stop! Stop! Why? You beat him. He had nothing left. I know that. But he was a true warrior, and you gunned him down like a thug. This is not some Pee Wee Karate tournament, Travis. You do not play bad and go home. You are an assassin, and killing is how you win. But I... But what? He fought honorably, so you want to let him live?
so he can come back stronger and cut you in half? You are developing a bad habit. First that dumb schoolgirl, now him? Just finish the job, or we will do it for you. These fights are not a sport. Shit. Ich bin auch der Meinung, dass tot sein sollte. Ryuji. Oh nein, das war Ryuji. For real? Ich bin glücklich, dass tot ist. Ich möchte ihn nicht nochmal verstärkt haben. Wir sind Nummer 7. Ja, wie darf ich mir da bitte Nummer 6, 5, 4, 3 und 2 und 1 vorstellen? Ich sehe jetzt schon lustige Bosskämpfe. Oh, so Ryuji war ja schlimm. In manchen Kämpfen denke ich mir wirklich, wie habe ich das geschafft? Ja, erstmal pullern. Erstmal pullern. Hmm.